Massenpartys trotz Corona, Vandalismus und sogenannte Autoposer, die umkurven. Das Gebiet beim Hafen hat in letzter Zeit immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Die Gegend ist zu einem Hotspot für Nachtschwärmer geworden. Uns hat es darum Wunder genommen, wie sieht es jetzt dort aus, jetzt, wo der Frühling kommt. Der Michel Schultheiss und der Dani Schert sind in der Nacht auf einen Karfreitag vor Ort vorbeischauen. Hier dabei ist es nicht nur friedlich gewesen, sondern leider auch handgrifflich geworden. Der Frühling so bezieht eine Menge nach Kleinhünigen. Wer allerdings ein Spassfährtchen beim Hafen will machen, wird von der Polizei zurückgeschickt. Grösste Scheiss, das ist schade. Das ist mega schade. Sie nehmen uns unseren Spass. Ich meine, wir sind extra dahinter, wir lassen die Leute in Ruhe. Wir sind dort, weil wir abgeschottet sind von hier. Das ist Industriegebiet, aber sie nehmen uns unseren Spass. Corona macht uns schon genug fertig. Genau, richtig. Und aus diesem Grund sind wir ja hier. Ich meine, es ist eine Leidenschaft mit den Autos und so. Und ich finde es einfach schade. Ja, ich meine, wir tun keinem Schaden damit. Und ja, auf unsere Sicht ist einfach nur Provokation und sie wollen Geld verdienen. Ja. Weiter vorne an der Uferstrasse dagegen sehen wir keine Polizei. Die Party kann steigen. Eher angespannt auch die Lage bei den grossen Ansammlungen, wo die Leute dicht beieinander stehen. Dort will niemand etwas vor der Kamera sagen. Wohl aber die sich eher am Rand des Geschehens aufhalten. Wir schauen eigentlich, dass wir von den Menschen weggehen. Und dass wir uns einen Ort suchen, wo nicht nach einem Menschen sind. Aber trotzdem, ich finde es nicht, dass es... Hier jetzt gerade? Ja, aber es ist, ich finde, es ist normal, dass es eskaliert. Weil es ist uns verboten worden, dass wir überhaupt leben können im Moment. Also eskaliert es halt hier im Hafen. Damit muss man rechnen, wenn man alles sperrt. In der Tat eskaliert es. Während dem Interview mit den zwei jungen Frauen attackiert der Unbekannte unseren Kameramann. Wie geht es dir eigentlich noch? Der Kameramann ist nicht verletzt worden. Doch dieser Angriff hat buchstäblich könnte ins Auge gehen. Abgesehen von diesem Zwischenfall bleibt die Stimmung friedlich. Ich finde, jetzt ist der Frühling wieder da und dann kommen wir gerne mal raus. Vielleicht auch bei 100 Leuten, aber nicht mehr als 15 Leute. Ja, es ist schon einschränkend. Also, ich weiß nicht, ich gehe gern weg mit Freunden zu oben und wenn man das dann plötzlich nicht mehr kann, ist es ein bisschen schwierig. Also klar, am Anfang ist es überhaupt nicht schlimm, aber nach so 2-3 Monaten ist es dann schon langsam so. Und wie dann ziehen auch andere eher kleinere Grüppli vor. Also ich meine, wir sind jetzt hier eigentlich voll abgeschottet vom Rest. Also wir schauen schon, also wir haben ja hier gross genug Platz und ich finde, dann ist es auch in Ordnung. Also solange ich nicht, also bei der mittleren Brücke ist es mir dann auch ein bisschen zu viel, also da sind wir zu viele Leute. Aber so jetzt hier finde ich es voll angenehm. Wir sind alles Kolleginnen und wir haben alle den Abstand, so wie man sieht. Also man genießt auch das schöne Wetter mal, dass man mal draußen sein kann, dass man nicht immer alleine daheim sitzen muss. Das ist schon toll. Die Polizei sagt auf Anfrage von Telebasel, dass es dann zu späterer Stunde noch Einsätze an der Uferstrasse gegeben hat. Allerdings ist die Polizei nicht wegen Corona-Regeln ausgerückt, sondern wegen zwei Lärmklagen. Zu der Kontrolle der Autos können sie erst zu einem späteren Zeitpunkt mehr Einzelheiten bekannt geben.